Bei diesem Projekt geht es darum, dass wir die Freude und das Interesse an Biodiversität wecken und wir einen Betriebszweig haben, der Freude macht. Von der Zentralschweiz ins Mittelland. Es ist ein herbstlicher Samstagmorgen im aargauischen Buchs. Zusammen mit den Mitarbeitenden von einem Unternehmen aus der Region baut der Urs Amrain vom Archenhof Neuhof in Hildisrieden einen Lebensturm. Der Lebensturm bietet auf einem Quadratmeter Unterschlupf für verschiedenste Insektenarten. Auf einem Turm, der bis 5 Meter hoch ist, haben verschiedenste Tiere ein Zuhause. Der Turm ist aber auch ein Botschafter für mehr Biodiversität in der Landwirtschaft und im öffentlichen Raum. Es wird gelocht, gekämmert, geschraubt und gefüllt. Auf einem Quadratmeter wird hier Artenförderung gepflegt. Nach rund 4 Stunden steht das Bauwerk. Ein Gemeinschaftswerk ist fertiggestellt. Für den Auftraggeber ein Stimmungsergebnis. In unserem Leitbild, wenn wir für die Natur etwas machen, für die Umwelt. Wir sind umweltzertifiziert und wir haben uns bemüht, um gute Projekte, vor allem auch Projekt Biodiversität. Die meisten machen wir im Aare-Raum, bei unserem Kraftwerk. Es wird auch finanziert vom Ökostromfonds. Und jetzt haben wir uns entschieden, da mit dem Lebensturm auch etwas zu machen, bei einer Trafostation, wo wir sonst eigentlich nur Wiese hatten. Landwirtschaft und Ökologie näher bringen. Für den Archenhof eine zentrale Aufgabe und Geschäftsidee zugleich. Biodiversität ist für uns mehr als das Anlegen von Ast- und Steinhaufen. Mit Biodiversität haben wir einen Betriebszweig erschlossen, der bei uns und bei den Leuten Freude macht.